Ich darf Sie, Ihren Mann, Herrn Bogenwagen, ganz herzlich in Wernigerode begrüßen. Ich weiß, dass Sie nicht zum ersten Mal in Wernigerode sind. Wir sind uns auch in Drübeck, in Ehrenfeld schon mal begegnet. Und ich bin sehr froh, dass wir Sie jetzt hier begrüßen dürfen, mal so ganz offiziell auch. Und das verbinden dürfen mit einer Eintragung ins Ehrenbuch des Sports. Der OB hat das so gewünscht und entschieden. Und ich darf ihn an dieser Stelle vertreten. Und es gibt Termine, da vertritt man sehr gerne. Dazu gehört dieser und andere gibt es auch. Insofern bin ich sehr dankbar, dass ich jetzt das hier machen darf. Mein Name ist Andreas Heinrich. Wir haben uns ja gestern schon mal kurz getroffen. Ich bin seit 1990 im Rathaus und bin über die meiste Zeit zuständig gewesen für Schule, Kultur, Sport. Das, was die beiden Damen vor allem vertreten. Und auch für den sozialen Bereich, soweit das eine kreisangehörige Stadt hat. Also da gehören die Kindertagesstätten, Jugend und auch Senioren gehören da dazu und noch ein paar andere Dinge, sodass das auch mein dienstliches Feld ist, wenn Sie so wollen. Insofern passt das alles ganz gut. Wir haben als Stadt Wernigerode nach Ehrenfeld, Ehrenfeld gehört ja eigentlich zu Ilsenburg, muss man ja der Fairness halber sagen. Und wenn wir Sie hier bei uns einladen, dann ist das schon fast ein kleiner Affront gegen die Ilsenburger. Aber ich glaube, wir können da gut dazu stehen. Wir haben von Anfang an, unmittelbar nach der Wende, sehr enge Kontakte immer wieder nach Darlingerode und nach Ehrenfeld auch gehabt, zur Schule, aber auch zur Ortschaft Darlingerode. Die Darlingeröder waren die ersten, die hier am Tisch mitgesessen haben in der Dezernentenberatung des Oberbürgermeisters. Leider ist das dann nichts geworden, weil die Freiwillige Feuerwehr in Darlingerode das nicht so gut fand. Und so ist das dann manchmal, dass ihr heute zu Ilsenburg gehört. So ist das Leben. Aber diese Verbindung hat es also immer wieder gegeben, auch weiterhin. Und wir haben auch immer wieder mit der Schule gemeinsam Kontakte gehabt und haben dann Anfang der 2000er Jahre gemeinsam um den verbindenden Radweg gekämpft zwischen Wernigerode und Darlingerode und in dem Zusammenhang einen phänomenalen Schulausflug der Schule in Ehrenfeld, also ihrer Schüler nach Wernigerode gemacht und dokumentiert, wie schwierig das ist, wenn es diesen Radweg nicht gibt. Und ich freue mich, dass Sie hier sind. Ich weiß aus persönlicher Erfahrung und Anschauung, dass Sie mit der Schule eben nicht nur mit Ihrem Namen verbunden sind, sondern auch sehr persönlich mit den Schülern und immer wieder Besuche gemacht haben. Und dann ist das jetzt vielleicht auch eine schöne Stelle, Sie in dieses Buch einzutragen. Und ich würde da auch bitten, dass Sie sich beide eintragen. Ist das in Ordnung? Ja, das finde ich schön. Eine Riesenehre. Vielleicht, bevor wir dazu kommen, würde ich nochmal jetzt, ich habe so nebenbei erwähnt, Frau Lisowski und Frau Dellichow. Herr Hannemann hat schon ein bisschen aus der Geschichte geplaudert. Er ist aber hier eigentlich als Vertreter des Behindertensports. Kann man das so sagen? Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, erst seit gestern weiß ich, in welchem Rahmen das überhaupt läuft. Bin ein bisschen überfahren worden. Ja. Aber freudig überfahren worden. Ja. Dass das so angebunden war, ahnte ich nicht, wusste ich nicht. Und das wird ja auch eine Überraschung sein. Ja, das ist wirklich eine Überraschung, weil ich damit nun gar nicht gerechnet habe. Ich habe mich natürlich in Bernau auch, meine Lauswitz, wo ich wohne, auch schon mal ins Goldene Buch eintragen dürfen. Und ja, da hat man sich eben eingetragen. Und das, darum habe ich nicht, so habe ich es auch gedacht und da habe ich nun natürlich so nichts vorbereitet. Aber ich möchte mich erstmal einfach bedanken, dass wir vier hier sein dürfen. Und wir waren jetzt ja auch schon mal ein bisschen durch die Stadt gefahren. Gestern nicht unbedingt freiwillig, aber eine schöne Stadt, eine sehr schöne Stadt, sehr enge Straßen. Ja. Aber es ist eben eine Altstadt und das Rathaus sieht natürlich von draußen super aus. Und naja, wir werden, ich denke, wenn es ein bisschen wärmer ist, gerne wiederkommen, uns auf alle Fälle mehr Zeit nehmen. Und ja, und dann werden wir das, denke ich, richtig genießen. Aber jetzt erstmal Dankeschön, dass wir diese Ehre haben, uns hier eintragen zu dürfen. Ja, genau. Schön groß. Ja, ich habe einen langen Namen. Muss ich hier unten anfangen? Wie sie es gewohnt sind. Ja. Und ich darf das mal. Das sie dürfen. Das ist was ganz Edles. Das brauche ich gar nicht anzupassen. Doch, das müssen Sie noch anfassen. Ich guck's mir. Ja, ich darf es mir.
Lehrer. Dahinter, ja? Ja. Ja. Eigentlich müsstest du auch hierher. Traust dich nicht, ne? Schüchtern. Das ist gut, ihr steht. Ja, sehr schön. Dankeschön. Vielleicht darf ich immer ein paar Worte sagen, weil Herr Heinrich zwei Dinge angesprach, bei denen ich ganz gerne noch. Ich darf Ihnen das Buch überreichen, beide. Und zwei Punkte. Herr Heinrich sagt, der Herr Albrecht lässt sich das nicht nehmen, als Vorsitzender des Stadtrats zu kommen. Hat bei mir zwei Bedeutungen. Das erste, natürlich vertrete ich damit auch nach außen in den Stadtrat bei solchen Ehrungen. Aber auf der anderen Seite bin ich selbst in einem behinderten Elternhaus groß geworden. Und ich weiß, was Menschen mit einer Behinderung trotz Behinderung leisten können. Also für mich ist das nicht irgendwas, ach du, das können die auch noch? Nein, ich bin damit groß geworden. Meine Eltern sind gehörlos. Mein Vater hat sich das Recht erkämpft, in der DDR an der Jena-Universität ein Studium zu machen ohne Abitur und ist Doktor der Anthropologie geworden. Okay. Das ist also für die damalige Zeit. Er hat sich auch als Erster in der DDR gerichtlich die Genehmigung geben lassen, dass er die Fahrerlaubnis machen darf. Da gab es ganz aufwendige Untersuchungen, weil wer gehörlos ist, hat keinen Gleichgewichtssinn angeblich. Und dann gab es in Magdeburg ein Zentrum für Kosmonauten, für Junge, für Pioniere eigentlich. Ja. Und in dieses Ding musste er da rein und musste dann auf den Strich geradeaus gehen, ob er das darf oder nicht darf. Er hat alles bestanden und war der Erste, der einen Führerschein machte, beziehungsweise Fahrerlaubnis hieß das ja früher. Führerschein war ja verboten, das Wort. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, die Schule zu kommen. Die habe ich jetzt mit eingebunden für nächstes, also sprich kommendes Jahr. Wir haben im Stadtfeld so ein Quartiersmanagement, das ist ein Stadtteil von uns, in den Anfang der 80er Jahren entstanden. Und immer den Mittwoch vor dem ersten Advent kommt da der Weihnachtsmann und macht den Wunschbriefkasten auf. Mhm. Und jetzt habe ich zu der Schule, jetzt habe ich den Namen der Lehrerin nicht im Kopf, Kontakte geknüpft, weil ich ja weiß, es gehen ja auch. Grundschule, ja? Ja. Hm. Weil ich ja weiß, dass da auch Schülerinnen und Schüler aus der Stadt Wernigerode kommen, aus der näheren Gegend. Ja, ja. Habe ich gebeten, die möchten auch nächstes Jahr mit dran teilnehmen. Das ist ein diesen Weihnachtsbaum. Ja. Zu bestücken, ja. Zu bestücken, außen, ja, selbst schön. Zu basteln, ja. Auch Wunschbriefe abzugeben. Und in diesem Jahr, wie gesagt, habe ich diese. Schöne Idee. Und zwar ist das eine Lehrerin, die vorher in der Franke-Schule war. Ja. Frau Hanisch. Ja. Bitte schön, machen wir noch den Namen. Ja, ja. Die begleitet unsere ehemaligen Schüler, die jetzt auf dem Stadtbild-Gymnasium lernen. Ah ja. Im gemeinsamen Unterricht sozusagen. Letztes Jahr hatten wir zwei Schüler aus der 10. Klasse verabschiedet mit einem erweiterten Realschulabschluss. Ah ja. Und da sind wir auch wirklich sehr stolz drauf. Und diese beiden Schüler besuchen sozusagen jetzt das Stadtfeld-Gymnasium und bereiten sich auf ihr Abitur vor. Ja. Ja, und mit ihr hatte ich schon mal gesprochen. Auch trotz Hemd. Also das war nicht, aber dieses Jahr ist mir das zu knapp eingefallen. Denn einer meiner Ziele ist ja, in den Stadtfeld die Leute in dieses Stadtfeld zu holen. Weil sonst kommt kein Mensch in das Stadtfeld. Und dieser schlechte Ruf, den es mal gab, der nicht begründet war, bleibt in den Köpfen. Das ist richtig. Und mit dem Kommen und Betrachten, das dann feststellen, ach, so schlimm ist es ja doch nicht, wie alle erzählen. Und daher ist der Gedanke gekommen, dass ich jetzt alle Grundschulen haben möchte, die dann so nach und nach kommen. Mhm. Und Ehrenfeld gehört für mich jedenfalls, für mich und Heinrich hat es gesagt, für ihn auch. Schön. Zur Stadt dann die Rolle. Ja, das war ja auch unser Ansatz, dass wir als Schule auch ein Stückchen Wernigerode sind und dass das total berechtigt ist. Wenn wir von der Schule sprechen, Darlingerode, Wernigerode. Ja, das ist für uns eine Entfernung auch. Ja. Weil Darlingerode ist nicht so bekannt wie Wernigerode. Wernigerode kann jeder mit umgehen, aber Darlingerode. Das soll auch so sein. Aber Hasserode kennt man. Ich war irgendwo im Norden. Im Norden unseres Landes. Ich weiß gar nicht, wo ich da genau war. Jedenfalls Mecklenburg-Vorpommern. Und da hatten die auch das Hasserode Bier. Und ich fragte die Bedienung, wo kommt denn das Bier her? Das ist ein Dorf bei Wernigerode, haben sie gesagt. Also, Hasserode ist noch bekannt. Sehr schön. Das ist schön. Heute war eine Weihnachtsfeier in der Schule. Ja. Also ich muss sagen, die hat mir so gut gefallen. Ja, ich habe schon viele Weihnachtsfeiern besucht, aber die heute, die hat alles getoppt. Also wirklich die Kinder und was die Lehrer und Lehrerinnen da gearbeitet haben mit den Kindern. Also ich fand es einfach stark. Ja. Und die Schüler waren alle von der ersten bis zur vierten Klasse nur. Ein Grünbild, was sie größtenteils selbst gemacht haben.
Und was so erstaunlich war, dass jeder so nach seinen Fähigkeiten und Fertigkeiten eingesetzt wurde. Das stimmt. Ja. Mhm. Und das fand ich, also. Ja, das war halt Weihnachtsmusical. Ja. Also, mit Musik und ja, Tanz, also das war wunderschön. Und ja. Text, also es war. Biene Maja, was jeder kennt. Ja. Und Willi. Willi. Ja. Ja. Und dann war auch ein Schüler, der hatte die Hauptrolle, ne? Und da sagte dann ein Gast, oh, der stottert ja genial, das ist ja wirklich ihm auf dem Leib geschnitten, aber da sagte da die Mutti daneben, mein Sohn, der stottert. Das ist einfach das ist authentisch. Nicht gespielt, ne? Das ist nicht gespielt. Ja. Der Flip, das war also, der Flip der Kasper. Aber er hatte die Hauptrolle. Ja, 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 also damit wertet man die Kinder ja auch selbst auf. Ja. Wenn ihr Selbstwertgefühl nach oben steigt, ja. Denn irgendwann kommt man in den Alter, wo man sagt, naja, aufgrund dessen, wie ich jetzt geschaffen bin, kann ich mit denen nicht so richtig mithalten. Denn unsere Welt im Fernsehen auch ist ja eigentlich die gesunde Welt, in Anführungsstrichen. Ja, genau. Ne? Ja, man muss den Kindern sagen, was du mit deiner Konstitution machen kannst, ist das Allerhöchste. Ob das ein normaler Mensch auch vollbringen würde, ist fraglich. Ja, manchmal viel mehr Kraft, viel mehr Energie, Ausdauer, Durchhalten. Genau, gewesen. Also mein Vater hat mal zu mir gesagt, ich weiß nicht, ob ich diesen Weg gegangen wäre, wenn ich ein hörender Mensch gewesen wäre. Aber ich wollte es den Leuten beweisen, ich kann das. Und das ist die Motivation, wo ich sage, ihr seid richtig auf dem Weg. Und deshalb sind ja auch Marianne und Jörg gerade für unsere Kinder so ein ganz großes Vorbild. Ja, wir haben das ja heute in der Stunde davor auch gesehen, die Fragen, die kamen. Ja. Und Marianne hat auch der einen Schülerin noch mal Mut zugesprochen, wenn es eben im Leben nicht immer so glatt läuft und wenn auch mal in der Schule es nicht so läuft. Ja, man darf nicht aufgeben, man muss immer ehrgeizig sein. Und Handicap ist ja eigentlich immer ein bisschen Kampf, ist egal welches Handicap. Sofern man nicht in dieses Raster passt, wird man ja doch ein bisschen nach außen gedrängt. Ja, natürlich. Ja, und wenn man da nicht kämpft, jeden Tag kämpft, dann... Also gestern war ich im Bundestag mit einer größeren Gruppe von gehörlosen Menschen, weil bei dem Teilhabegesetz werden zwar die Behinderungen betrachtet, aber die Gehörlosen, die fallen immer hinten runter. Auch im Sport. Ja, auch im Sport. Ja, die fallen immer hinten runter, weil wenn man an Behinderte denkt, Barrierefreiheit heißt, hier müssen wir gucken, dass die über die Bordsteinkante kommen oder dass Sehbehinderte... Die Behinderten kommen irgendwie nicht in. Da gab es nochmal eine Anhörung, was ich nicht wusste, erst vor kurzem erfahren habe. Gesetze, die durch den Bundestag genehmigt worden sind, die können noch im Bundesrat geändert werden. Und das war gestern der Anlass. Und das war eine Gruppe von 17 Gehörlosen und 3 Hörende habe ich mitgenommen. Ja? Und dann habe ich auch so gefragt. Und diese Minderheit, wenn Sie Fragen haben, Sie können direkt fragen. Ich habe immer die 3 als die Minderheit dargestellt, mal zu zeigen, jetzt seid ihr mal die Minderheit. Ja, ja. Nicht wir, sondern ihr. Und das ist auch ganz toll. Hat funktioniert, ne? Hat funktioniert, ja. Aber ich finde es immer sehr schön, wenn auch so öffentliche Veranstaltungen sind. Sie stellen sich auch manchmal dann vorn hin und benutzen die Gebärdensprache. Als Zeichen jetzt auch. Hier gibt es Menschen, die wollen jetzt auch mitfühlen und mitempfinden. Das ist eine sehr schöne Geste auch. Und jetzt komme ich aber nochmal auf Ilsenburg zurück, falls die doch beleidigt sein sollte. Ich erinnere mich. Das hatte ich Andreas Heinrich gesagt. Naja, hoffentlich sind die nicht bekehrt. Aber wir können, die haben doch jederzeit die Möglichkeit, auch einen Bus zu öffnen. Bloß Herr Löffke hat ja auch abgesagt heute zur Veranstaltung. Also sollte da irgendwas kommen, kann man daran erinnern. Wenn nicht eine Landtagswahl dazwischen gekommen wäre, dann wäre die Gebietsreform schon etwas früher durchgeführt worden. Und da hatte damals Dahlingerode gesagt, wir gehen nach Wernigerode. Also die wären gar nicht nach Ilsenburg gekommen, sondern wir wären sowieso eine Stadt. Ich muss mal sagen, wir haben eine Freundin, die ist auch gehörlos fast. Und die durfte eine Ausbildung in Bayern machen. Als Lehrerin. Wurde aber nicht eingestellt, weil sie gehörlos ist. Richtig. Aber die Ausbildung durfte sie dort machen. Sie ist dann nach Hessen gegangen oder ich weiß nicht, in irgendein anderes Bundesland. Die haben sie eingestellt? Ja, und in Hessen, Und da wurde sie dann eingestellt. Das ist wieder ein anderes Gesetz. Aber ausbilden ja, aber nicht einstellen. Genau. Also das sind manchmal Sachen. Und in Halberstadt, mein Jens Gulein, mit denen ich Vorträge mache, Workshops, Frankische Stiftung vorwiegend, der ist der Erste, nach einem Modellprojekt, der erste 1992 in Deutschland, im gesamten Deutschland, Studium machen durfte zum Erzieher. Also er ist Erzieher. Und man muss wissen, dass die Gebärdensprache bis 2002 in beiden deutschen Staaten verboten war. Und Marianne, du hast auch noch so einen interessanten Spruch, der ist auch in meinem Kopf drin, nicht? Du hast mal vor ein paar Jahren gesagt,
mit der Behinderung. Man ist nicht behindert. Man wird behindert. Ja. Also genau. Ich bin zwar beeinträchtigt, aber man wird durch die Gesellschaft behindert. Ja. Ja. In dem Barrieren sind oder in dem einfach jemand auf meinem Parkplatz steht und ich kann nicht mit dem Auto einparken. Und die Barrieren in den Köpfen. Die sind sehr oft noch größer wie die architektonischen Barrieren. Ja. Da kommt man auch nicht hin. Und jetzt würde ich mir mal die Medaille anschauen wollen. Ja. Bitte. Deswegen habe ich mich gestern sogar ausgewogen. Ja, natürlich. Die ist erkämpft. 180 Gramm sind das. Das ist so, nicht so schwer erkämpft. Dass sie so schwer ist, hätte ich jetzt nicht einfach zu sagen. Das ist einfach keine Silbe. Es ist nur ganz wenig Angriff dabei. Sie ist ja so weit. Ja, ja. Und das ist nur damit was Festes. Schön. Ja. Ja, genau. Toll. Vielleicht sagen Sie noch einen Satz dazu, Sie sagten, die ist erkämpft. Ein bisschen was zu Rio? Ne, also wir haben von Rio eigentlich relativ wenig gesehen. Wir waren am Tag, vor der Abschlussfeier war die einzige Möglichkeit, weil wir durften nicht alleine raus, weil in Rio die Kriminalität sehr groß ist. Und wir hatten zwar also Security, die auf uns aufgepasst haben, aber die haben auch gesagt, in Deutschland ist es zum Beispiel so, wenn Gefahr besteht, wird diese Gefahr beseitigt. In Rio wird man darauf hingewiesen, dass da Gefahr besteht, mehr nicht. Mhm. Und es hilft auch keiner, weil die Kriminalität einfach dazugehört. Wenn einem die Tasche geklaut wird oder aus dem Rollstuhl, es hilft keiner, das ist normal. Und es wurde uns regelrecht verboten, alleine loszuziehen, ja. Was ich auch verstehe. Wir haben natürlich am letzten Tag den Christo besucht, wir waren auch auf dem Zuckerhut, das war sehr schön, das sind ja zwei riesige Seilbahnen dort hoch, war schön. So, das Dorf war schön, es war nicht komplett barrierefrei. Die hatten so Überführungen, die sehr steil waren, gerade für Leute mit Handschädigung war das schwer, weil man immer auf Hilfe angewiesen. Aber ein riesen Kraftraum war da. Die Nichtbehinderten haben oft übers Essen geschimpft, also das können wir nicht. Nun muss ich aber auch sagen, wir sind vielleicht was anderes gewöhnt. Ja, wir sind nicht so viele, weil in Leichtathletik oder Fußball geht der Koch mit. Ja, ob wir essen, müssen das essen oder wir essen immer das, was es gibt. Ja. Und da die Qualität war, entweder sie haben sie verbessert oder ja, wir gehen mit verschiedenen Maß, messen wir. Ne? So, eins Negatives muss ich einfach sagen und das belastet mich, die haben unseren Trainingsplatz in ein Vogelbrutgebiet gebaut. Das war so ein Feuchtgebiet. Und da haben die solche Grasnarben nur rübergelegt. Das war natürlich für uns Rollstuhlfahrer schwierig. Wenn wir zwischen zwei Grasnarben waren, dann sind wir bis zur Achse weg gewesen. Und diese Vögel haben uns angegriffen. Und das waren keine Spatzen. Die waren so groß. Wahrscheinlich haben sie nur die Grasnarben über die Eier gelegt. Und weiß ich nicht was. Und ich hatte ja das Glück, ich habe ja aus dem Netz geworfen. Aber mein Trainer, der hat dann hier schon das große Rad abgemacht und hat dann versucht, die Vögel abzuwehren, weil... die haben das Geschrei immer gehört von den Vögeln. Und dann wurde trotzdem mein Trainer gebissen, am Oberschenkel gebissen, weil zwei Vögel konnte er abwehren, am dritten nicht mehr. Und dann haben wir wirklich, also das hat mich so, habe ich gedacht, die sprechen von grünen Olympischen und Paralympischen Spielen und dann bauen sie so, also das fand ich nicht so gut. Wurde aber nie drüber gesprochen. In der Öffentlichkeit hat bestimmt keiner das gehört. Das wird ja nicht gezeigt. Ne? Wir sind dann auch ins Warm-up-Stadion immer dann zum Training gegangen, weil wir es einfach nicht wollten. Die Möglichkeit hatten wir, aber das war dann, ja, es war sehr steil hoch, weil das ja in Höhe des Stadions war. Mhm. Ja. Mit dem Transport, das hat ganz gut geklappt. Man ist nur eine Dreiviertelstunde durch die Stadt gefahren. Aber sonst war es waren nicht die besten Spiele. Es kommt nicht an London ran, es kommt nicht an Peking ran, es kommt nicht an Sydney ran. Es waren auch nicht die schlechtesten Spiele. Es war nicht so wie Atlanta zum Beispiel. Und ja, sie haben sich große Mühe gegeben. Es wurde ja auch oft über Diebstahl gesprochen. Sie haben bei den Paralympics nicht gestohlen, sie haben nur genommen. Das ist, wenn wir Schokolade hingelegt hatten zum Beispiel, haben sie ein Stück abgebrochen, weil sie die nicht kannten. Oder wenn wir Nüsse hingestellt haben, dann war ein Viertel. Also was sie wurden auch kontrolliert, sehr kontrolliert, wenn sie das Dorf verlassen haben. Also alles, was sie sich im Mund stecken konnten. Aber wir haben es dann auch gerne gemacht. Uns tat das nicht weh. Da muss ich vielleicht noch hinzufügen, das ist so gewesen, die Volontärs, die sich da freiwillig geholfen haben, die haben öfters kein Essen gekriegt. War einfach keine Zeit oder die haben nichts gekriegt. Und deswegen ist die Situation so entstanden, dass sie gesagt haben,
Ja, und dann, wie gesagt, die Deutschen haben dann noch was hingestellt, habe gesagt, ihr könnt euch bedienen. Konnten Sie gemeinsam dabei sein? Nein. Ich war nicht mit, nein. Ich komme ja nicht ins Olympische Dorf. Ich müsste draußen im Hotel sein und wir hatten nichts voneinander. Ich hatte auch keinen Trainer dabei. Ja. Auch nicht? Nein, nein, ich hatte keinen Trainer dabei. Ich war die Einzige, die, die im Rollstuhl saß, die keine Betreuung hatte. Weil mein Trainer ist so ein bisschen charakterlich schwierig. Mhm. Er ist ein guter Trainer, aber es gibt ja sowas. Und dann ist es so, und ich war ohne. Und das war, ich sag das erste, es ist jetzt das zweite Jahr, wo ich meinen Sport finanziell absichern konnte. Also ich war im Top-Team. Und es war aber ein Jahr, wo es rundherum nicht gestimmt hat. Ja, eben mit dem Trainer, dass ich keine Betreuung, ich brauche keine Betreuung, aber ich, eine Hilfsperson. Es geht schon los mit Essen holen, wenn da ein Buffet ist. Es sind so Kleinigkeiten. Oder wenn ich zum Training wollte, könntest du heute, ich war am letzten Tag dran, ich war am 17. dran, am 18. war die Abschlussfeier. Wir waren 3 Wochen vorher da und jedes Mal bitten, hast du Zeit, können wir mal auf den Platz gehen, ein bisschen ein paar Disken werfen? Kraftraum habe ich schon meistens alleine gemacht. Man macht dann ja nicht mehr so viel. Man versucht das zu halten, das geht schon. Und das belastet einen so. Und meistens ist man dann auch beim Essen alleine. Und weil man kam sich so vor wie so ein fünftes Rad am Wagen, so ging es mir. Und das fand ich natürlich nicht so schön, obwohl die Sportler dann auch sehr oft gefragt, Mensch, Marianne, wollen wir nicht gemeinsam? Und so, das war für mich dann wieder schön, obwohl die viel jünger waren. Und ich habe gemerkt, dass ich trotzdem zu ihnen gehöre. Das war wieder positiv. Aber irgendwie so im Hinterkopf hat man das immer irgendwie, war man trotzdem ein bisschen allein gelassen. Sie haben ja nun eine Generation von Sport aktiv miterlebt. Was hat sich über die 25, 30 Jahre, wie lange machen Sie wirklich professionell fast Sport? Na, zu DDR-Zeiten habe ich Reha-Sport, Behindertensport gemacht. Ich muss dazu sagen, wir durften damals internationale starten. Wir waren eine nicht-olympische Disziplin. Wir waren nicht im internationalen Verband. Und da konnte ich eigentlich mehr wie DDR-Meister nicht werden. Das bin ich, glaube ich, 130 Mal geworden oder so. Nee, jetzt ernsthaft. Also 130 Mal in vielen, vielen Sportarten. Ja, ja, in vielen. Bis in Wir haben jetzt alle gerechnet. Eine DDR-Meisterschaft, dann war in 12 Disziplinen und dann 11-mal DDR-Meister geworden, zum Beispiel. Ja, also wir wurden allgemein ausgebildet. Kam mir bis heute zugute. Und dann, wir konnten international 2-mal in Wien starten. Also da war ein Wettkampf. Das haben sie nicht so kapitalistisch gesehen. Also Wien ging nur. Und ich muss dazu noch sagen, ich habe meine Kaderakte gesehen. Und ich durfte in Wien starten. Und da stand wirklich, da musste mein Arbeitgeber eine Beurteilung schreiben. Und da stand drin, Frau Buchenhagen hat keine marxistisch-leninistische Weltanschauung, ist aber in der Lage, sozialistisch auf unsere Jugendlichen einzuwirken. War auch gut, ne? Durfte fahren. Ja. Ich durfte fahren und erst 1990 hieß es, wir könnten an den Weltmeisterschaften in Assen teilnehmen. Aber wir mussten 90% vom bestehenden Weltrekord. Das war die Norm. So. Und natürlich im Fahren, ich bin viel zu groß, viel zu schwer, für DDR-Meister hat es gereicht, aber nicht dort. Dann habe ich dann mich entschieden für die Wurfdisziplin, Kugeldiskus, Speer, aber im Fahren war ich auch nicht so sehr schlecht. Fünfkampf noch. Ja. Und dann habe ich den Fünfkampf, also im Fünfkampf waren die 3 Disziplinen und dann waren noch 200 Meter und 1500. Und dann habe ich dann das natürlich mal vom Basketball, konnte ich auch nicht lassen, da habe ich dann auch noch, haben sie mich auch gleich eingekauft in die Nationalmannschaft. Also ich hatte dann trotz alledem noch viele, ja viel, 94. Wir hatten eine Weltmeisterschaft in Berlin, vielleicht kann sich da noch jemand dran erinnern. Bin ich 4-mal Weltmeister geworden. Kugeldiskus, Speer und Mehrkampf. Dann sind wir jetzt eine Woche später nach England rüber, da hatten wir die Europameisterschaft im Rollstuhlbasketball. Da sind wir Zweiter, also Vize-Europameister geworden im Rollstuhlbasketball. Eine Woche später hatten wir die Weltmeisterschaft im Marathon. Und da bin ich noch 6 schnellste Frau der Welt geworden. Ich war noch nie in meinem Leben so viel zur Dopingkontrolle. Ich glaube, ich bin 24 Stunden manchmal 2-mal, weil es ja eigentlich nicht sein kann. Ja. Naja, und so hab ich ja so mit dem Sport eigentlich angefangen. Was hat sich verändert, beispielsweise bei Paralympics über diese Zeit? Ist professioneller. Es kann keiner heute mehr alles machen.
Also wenn einer Sprinter ist, dann ist er Sprinter und kann nicht einen Marathon fahren. Es ist, ja, wie soll ich sagen, man braucht einen richtigen Trainer. Also man kann das nicht jetzt, dass mein Mann oder mein Bruder mich trainiert, sondern man braucht auch professionelle Trainer. USP. Ja, man braucht auch professionell von der Massage angefangen, von der Laufbahnberatung. Viele nutzen auch die psychologische Unterstützung. Und das ist, es ist viel professioneller geworden. Es gibt ja schon viele, auch einige Profis, auch im Behindertensport, auch in Deutschland. Und ja, eigentlich müssten wir wirklich, wenn wir weiterdenken, müsste das noch zunehmen. Das heißt, wir müssen wirklich professionelle Trainer haben. Es ist sehr oft jetzt so, dass unsere Trainer Rentner sind, damit die uns nach unserer Arbeit trainieren können. Mhm. Dass die Unterstützung eine größere sein muss, dass ich wirklich sagen kann, ich muss nicht unbedingt durch meinen Sport verdienen, aber ich möchte wenigstens meinen Sport finanzieren. Dann ist die Medienlandschaft. Ich kann mich erinnern, 1994 bin ich ja Sportlerin des Jahres geworden. Das ist so, In der ARD. Vor Stefanie Graf und Franziska von Almsick. Und alle wurden ins Sportstudio eingeladen und ich ins Gesundheitsmagazin. Das sagt vielleicht eigentlich alles. Wir waren lange Jahre in der Reha-Schiene. Mhm. So wurden wir auch behandelt, wurden wir auch unterstützt in allen Bereichen. Es war nicht schlecht. Wir hatten Physiotherapeuten, die uns teilweise gut trainiert haben. Aber es geht jetzt nicht mehr so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, weil es viele Länder gibt, die finanziell sehr gut unterstützt wird, nimmt doch die Gefahr zu manipulieren zu. Und das ist nicht nur das Doping, also was man einwirft, das ist das Klassifizierungsdoping. Ich bin viel behinderter, wie ihr glaubt, weil es funktionell eingestuft wird. Die erste Zeit war so, wir mussten vorlegen, Gutachten vorlegen, Röntgenaufnahmen vorlegen, EMG vorlegen. Heute wird man klassifiziert, was kannst du denn? Ja, und plötzlich, die gehen wirklich bis zum Schwimmrand und dann sehen sie, ach, klassifiziere, dann sind sie alle behindert. Aber wie behindert? Und das gibt es natürlich und das gab es vorher nicht. Ja, aber trotzdem denke ich, wir sind auf dem richtigen Weg, wenn diese Sachen noch beseitigt werden. Ich denke, da sind sie auf dem besten Weg. Aber sie müssen da ein bisschen konsequenter sein. Mhm. Auch mit dem Doping. Sie sprechen für Deutschland jetzt? Also für diese diese beiden Sachen generell. Ich denke, da ist Deutschland eigentlich Vorreiter. Ich war dieses Jahr bestimmt 12-mal zur Dopingkontrolle. Im Urlaub. Wir haben Ausflug geplant, Dopingkontrolle. Ausflug kann man stehen lassen. Also ist egal wo. Ich fühle mich jetzt frei, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Ich musste mich jede Stunde abmelden. Ich glaube, dass kein anderes Land das macht. Wir mussten rund um die Uhr also erreichbar sein. Und es konnte immer jemand kommen. Ja, und ich denke, da sind wir Vorreiter. Es muss nicht so extrem sein. Aber wenn es Länder gibt, die WADA, also die Weltorganisation, bei uns ist ja die NADA und die WADA ist für die Welt zuständig, wenn die nicht mal reingelassen werden, wir haben unsere eigene, die nationale Dopingkontrolle, die wird hier nicht starten lassen. Ja? Und das ist zum Beispiel in China so. Ja? Unser Dopingkontrolleur baut ja dann schon fast Vertrauen auf, weil man sehr oft auch die gleichen hat. Und die sagen, ja, wir waren jetzt in China, konnten wieder abreisen, haben uns nicht reingelassen. Oder haben uns alles nicht chinesisch vorgelegt, ohne Dolmetscher. Die haben also und das sind so Sachen, das darf nicht sein. Aber ich rede jetzt nicht von Deutschland. Also Deutschland, denke ich, sind wir gut aufgestellt. Aber mit deiner Medaille könnte sich ja noch was verändern, hast du heute verraten. Das würde die anderen ja vielleicht auch interessieren. Na, ich habe eine Chinesin. Eine Chinesin. Die Russen waren ja, die wurden ja komplett rausgenommen. Bei den Paralympics. Aber ich hatte eine Chinesin. Und wir haben die vor einem halben Jahr gesehen. Da hat sie nur 21 Meter geworfen, jetzt 25. Und vollkommen wesensverändert. Aber warten wir erst mal ab. Sie ist, das ist ja schon mal so gewesen bei dir, ne? In Athen hatten sie mich auf dem Flughafen. Also, sie haben ja so ein bisschen betont auch, das war mir aufgefallen, die ist erkämpft. Ja, weil das Umfeld nicht gestimmt hat. Die Medien haben mich vorher schon angegriffen, dass ich ja eigentlich zu alt bin. Und ich bin wirklich mit Angst auf diesen Stuhl gegangen. Ich dachte wirklich, wenn du abkackst, dann
die Medien, den gibst du denn ja recht. Du bist zu alt, du kannst keine Leistung mehr bringen. Und ich dachte, das gibt sich, wenn ich die Leistung bringe und mit einer Medaille nach Hause komme. Ich habe nie von Gold gesprochen. Ich habe immer gesagt, ich kämpfe um die Medaille. Ja. Und das habe ich mit Silber, ich habe ja 40 Zentimeter weniger geworfen und vor der dritten habe ich über 2 Meter weiter geworfen. Also das ist wirklich eine super Leistung gewesen. Und im Vorfeld haben sie mich eben schon ein bisschen zerrissen. Und wie ich das schon mal kurz angedeutet habe mit dem Trainer, das war nicht so die Welt. Ne? So von der Betreuung her. Denn umsonst hätten sie mich ja mitgenommen. Und dann war die Motivation weg. Dann brach auch noch Ilke Wiluda, ist vielleicht einigen noch ein Begriff, dass die Diskuswerferin, die in Atlanta noch Gold geholt hat, Bein verloren hat, jetzt den Rollstuhl sitzt. Die ist dann mir auch, die war meine Trainingspartnerin, die ist mir dann auch noch weggebrochen. Die hatte dann Verletzungen oder musste an der Schulter operiert werden. Und dann stand ich ganz allein mit meinem Trainer, wo die Chemie gar nicht stimmte. So hatte man immer noch einen Trainingspartner, so ein bisschen Motivation. Komm, das schaffst du. Oder komm, wir stellen dir eine Weite ab und da wirfst du 3-mal drüber. Das reicht ja schon. Ja, und das war vollkommen weg. Und das war, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich den Jörg nicht gehabt hätte, ich hätte 3 Monate vorher schon aufgegeben. Er hat gesagt, wirklich, Mensch, Marianne, du hast so lange gearbeitet. Wir schaffen es. Und er ist dann mit in die Trainingslager gekommen. Wenn er Zeit hatte, ist er hingekommen. Und ja, er hat einen großen Anteil daran. Das Band. Aber was Sie so berichten, auch als Schwierigkeit bestätigt ja, dass diese Paralympics und auch der Behindertensport doch einen anderen Stellenwert öffentlich bekommen hat. Er ist besser geworden und auch die Journalisten. Wie gesagt, vorher haben die darüber gesprochen, wie ich das Bein verloren habe oder wie ich in den Rollstuhl kam, Gesundheitsmagazin. Mhm. Und jetzt wird über die Leistung gesprochen. Sie ist zwar immer noch nicht vergleichbar, ist ja klar. Ich meine, wenn ich 24,5 Meter werfe und die Frauen da 50, 60 Meter werfen, kann man das nicht vergleichen. Mhm. Aber sie sind qualifizierter geworden und bringt es besser rüber. Also das ist der Sport vordergründiger, nicht mehr die Beeinträchtigung. Ja, also das hat auf alle Fälle zugenommen. Und das ist, also für mich ist es persönlich. Und natürlich auch die Wettkämpfe, die Anzahl, ja, die Vorbereitung, die Trainingswettkämpfe, die Trainingslager, weil ja jetzt eine andere finanzielle Möglichkeit besteht, Gott sei Dank. Ich hatte diesen Winter dieses Problem zum Beispiel auch einfach, meine Halle war belegt. Es gibt nur eine Halle, die die Voraussetzung für mich schafft, das heißt, wo ich meinen Stuhl fixieren kann. Und die Halle war belegt. Das hatte ich ein echtes Problem. Den ganzen Winter werfen geht nicht. So, und dann muss man natürlich, mussten wir irgendwo in die Trainingslager fahren. Und diese Voraussetzungen wurden gegeben. Das wäre vor ein paar Jahren noch, glaube ich, nicht machbar gewesen. Vom Finanziellen her auch. Ja. Und natürlich auch, da reden wir auch wieder drüber, das Material-Doping. Da ist ja noch eine Dopingform, die wir haben. Ne? Also nicht nur Klassifizierung, dieses Doping, sondern auch das Material-Doping. Herr Rehm, hat er einen Vorteil, hat er keinen Vorteil? Das ist das bekannteste Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Wie kann das sein, dass grundsätzlich die Doppelamputierten, schneller sind wie die Einfachamputierten. Bei Einfachamputierten kann man nur so schnell sein wie das gesunde Bein. Ja. Aber bei Doppelamputierten? Fragezeichen. So, da spricht man natürlich auch von. So zwar gesagt, jedem wird das gleiche Material zur Verfügung gestellt. Ich habe keinen Kenianer gesehen, der solche Prothetik hat. Also Sie müssen in der Klassifizierung das jetzt so machen, dass bei den Läufen entweder einfach amputiert oder doppelt amputiert. Jetzt sind sie ja noch gemischt gewesen. Ja. Und jetzt haben sie gesagt, ja, wir sehen das jetzt ein, wir müssen das jetzt trennen in 2 Gruppen. Und das ist ja schon eigentlich alles dann. Und gucken Sie sich mal die Leistungen, die laufen jetzt ja schon fast 10 Sekunden. Gut, dann kann also 10, 20. Das ist doch ein Wahnsinn. Mhm. Ja? Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Löw sehe, die ist Doppel-Oberschenkel amputiert. Die hat wirklich nur solche Stumpen. Und die springt über 4 Meter. Ja, also ich meine, die muss ja auch noch Gewicht, wir können ja aktiv das annehmen. Und sie muss die Prothese auch noch hochbringen. Ne? Also das sind so Sachen.
Also ich denke, wenn man sich damit beschäftigt, dann sieht man bei solchen Kleinigkeiten, wie sich der Sport entwickelt hat. Samaranch war ja der Chef, wir hatten ja vorher, und zwar die Symbolik. Wenn man unsere Symbolik sieht, kann kein Mensch mehr damit umgehen. Am Anfang hatten wir die Ringe, bloß die waren anders, die waren oben offen, behindert. So, dann hat Samaranch gesagt, nein, er kann seine Olympiade nicht so vermarkten, wie er möchte. So, und dann hatten wir die Tropfen, 5 Tropfen, aber die waren genauso angelegt wie die olympischen Ringe, auch die Farben und so. Das war ihm auch noch zu nahe. Und kurz vor seinem Abgang hat er jetzt 3 Sicheln. Also haben sie bestimmt hier auf der. Na, hier auf der Medaille. Sind drei Sicheln in 3 verschiedenen Farben. Da habe ich dann erstmal nachgefragt, was bedeutet das? Das sind die Farben, die in den meisten Flaggen vorkommen. Also was das mit Beeinträchtigung oder Behinderung hat, weiß ich nicht mehr. Und schon, aber da haben wir zum Beispiel verloren, da spricht bloß keiner mehr drüber. Also so geht es mir. Und ich muss jedes Mal sagen, mir tut das weh, wenn wir nach Sydney gekommen sind, an dieser großen Bridge, wurden die Olympischen Ringe abgebaut und wir kommen an. Ja. Ja? Das sind zum Beispiel Sachen, die, ja, aber das ist auch ein Politikum, wo, ja, es ist eben halt so. Und das wird irgendwie. Ja, das tut weh. Und altersbedingt, es gibt ja keine Altersgrenze. Ich muss sagen, ich habe mit 37 erst mit dem Behindertensport angefangen. Jetzt mit dem Leistungssport. Ja, und es gibt viele, auch bei Nichtbehinderten, Reiter, Segler. Und ich muss ganz ehrlich sagen, natürlich verliere ich an Schnellkraft. Aber die kann ich kompensieren, weil ich ein Techniker bin, weil ich ein filigraner Techniker bin. Ich arbeite daran. Ja, und ich habe auch immer noch einen Beruf, ne? Ja. Also es ist nicht so, dass ich jetzt dann sage, oh Gott, was mache ich denn den ganzen Tag? Also das passiert nicht. So hätten wir Sie jetzt, glaube ich, auch nicht eingeschätzt. Dann ist gut, ja. Nee, ich wollte sagen, sie musste sehr viel Aufwand betreiben, um die Leistung zu kriegen. Ne? Und wie gesagt, tägliches Training und irgendwann sagt dann die biologische Uhr auch, ach komm. Also die Pausen werden dann länger. Ja. Also man kann die Leistung noch bringen in dem Moment, aber die Erholungsphasen alles so, ne? Und dann muss man eben überlegen, ja, was ist jetzt wichtig? Außerdem hast du noch deine 163 Kinder in Dahlingerode, um die du dich auch noch kümmern musst. Ja, das wird jetzt mehr. Da bin ich mir ganz sicher. Also es war wirklich, es war so, ich wollte keinen Besuch mehr haben, weil ich kaputt war. Ich konnte nicht abends bis 20, 22 Uhr. Ich bin, die Wochenenden brauchte ich zur Erholung. Ich bin nicht nirgendwo mehr hingefahren, weil ich die Wochenende zur Erholung brauchte. Und jetzt genieße ich das. Jetzt genieße ich das. Ich trainiere natürlich doch 3-4 Mal in der Woche. Aber ich kann abschätzen, was ich mache. Ich schwimme. Ich konditionell ein bisschen fit, mich vital. Und ich kann entscheiden. Und ich brauche nicht mehr aufzuschreiben, wo ich bin. Wir haben ja nächstes Jahr immer sozusagen ein 15-jähriges Jubiläum. Und dann wollen wir auch, wenn die Jahreszeit ein bisschen wärmer wird, wahrscheinlich im September, wollen wir das auch schön feierlich begehen und wahrscheinlich wieder im Kloster Lübeck. Okay. Ja. Mir ist aufgefallen, Ihre Schule ist ja so bekannt gar nicht mehr vielleicht. Ich weiß es nicht. Ich selber habe sie früher mehr im Vorderkopf gehabt als im Hinterkopf. Also wir haben Anfang aus Niedersachsen. Aus Hannover, Braunschweig, Salzgitter, die kennen diese Schule und wissen auch, was die Vorzüge sind. Aber selbst in Dahlingerode, dort hat man noch vollkommen falsche Vorstellungen von dem, was wir da machen.